Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu God of War. Verdammt nochmal, wir müssen das Orakel retten, also verlieren wir lieber keine Zeit. Irgendwas müssen wir direkt mit den Statuen machen, da bin ich mir doch ziemlich sicher. Aber was genau, das sollten wir vielleicht erst noch herausfinden. Ich ziehe sie trotzdem schon mal raus. Einfach nur so, provisorisch. Ja, 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 wo genau? Also scheiße. Okay, dann sollten wir vielleicht doch mal lieber schnell machen. Ich fahre jetzt mal hier mit dem Aufzug nach unten. Ich glaube, da muss ich die Statuen mitnehmen. Aber ich gucke mir jetzt erstmal genau an, was ich mit denen machen muss. Bevor wir jetzt hier dumm rumrätseln. So, dich kann ich doch schon mal bestimmt aufschlagen, oder? Ja, natürlich kann ich das. Aber nur für ein Gorgonenauge, Mann. Das wird mir ja hinterhergeschmissen wie warme Semmeln, ne? Ja, 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 ja. Aber nehme ich gerne so hin. Was haben wir da oben? Dann nehme ich da auch noch mal ein paar Orbs mit. Dann könnten wir doch eigentlich... Kann ich da rein? Was ist hier? Auf der Tür ist ein Schloss mit dem Symbol des Orakels. Nur das Orakel von Athen kann diese Tür öffnen. Ach so, ja, ja, genau. Sobald wir das Orakel gerettet haben, bringt sie uns nämlich hier weiter. So, ich glaube, da kommt jetzt nämlich ein richtig ätzender Jump'n'Run-Parcours. Ah, da komme ich doch. Ja, 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 ja. Aber da komme ich doch mit normalen Sprüngen niemals rüber. Ja, das will ich doch meinen. Deswegen glaube ich nämlich, dass ich hierfür eine dieser Statuen brauche. Die passt nämlich da so schön rein. Also ich fahre jetzt mal wieder nach oben. Ich finde das nämlich ziemlich auffällig. Also natürlich geht schon mal damit los, dass ich die natürlich schon mal mitnehmen kann. Was machst du denn? Ich bin hier oben. Ja, ich arbeite doch dran. Ganz ruhig, Mädel. Weil ich glaube nämlich, genau, dass ich dann nämlich auf dieser Plattform landen kann. Also auf dieser Statue landen kann. Und... Nein, 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 nein. Kommt das hoffentlich auch wieder von alleine runter. Ich habe jetzt ein Problem. Ja, Gott sei Dank. Dachte schon, das wäre nämlich ein ziemlicher Fail. Was machst du denn? Ich bin hier oben. Ich beeil mich doch schon. Muss doch erstmal alles vorbereiten. Glaubst du, diese Dinger hier zu verschieben, ist ja Kinderspiel oder was? Hallo, weißt du, wie schwer so ein Teil ist? Ich würde auch gern mit bloßer Kraft hier mal eben so ein Ding verschieben, weißt du? So, das kommt jetzt nämlich da rein. Also zumindest so ein bisschen. Und dann kann ich da auf das Ding drauf. Was machst du denn? Ich bin hier. Und dann... Da komme ich doch dann trotzdem ums Verrecken nicht hoch, oder? Niemals. Schauen wir uns doch mal weiter um. Ob wir vielleicht mit dieser zweiten Plattform, die wir hier haben, noch irgendwas anfangen können. Was haben wir denn hier? Hier ist da auch noch irgendwas. Guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Eine Phönixfeder oder Orbs? Nice, Orbs. Okay. Apropos, ich glaube, wir könnten jetzt die Chaosklingen mal wieder verbessern, oder? Oh ja. Das ist geil. Oh, ein Orb. So, jetzt haben wir ganz viele neue Sachen, und zwar den Zyklon des Chaos, dann den Geist des Herakules, den Mut des... Herakules? Herkules natürlich. Den Mut des Herkules und Hades Rache. Ui. So, dann schaue ich mir das doch gleich mal an. Ich bin hier oben! Pass mal auf, erstmal haben wir jetzt den hier gelernt. Yeah, der ist schon mal viel cooler. Weil er jetzt halt nach diesem Angriff noch endlich was Neues macht. Dann habe ich auch noch die Möglichkeit... Na, Moment, wartet. Zack, zack und dann... Naja, noch ganz normal weitermachen. Und dann habe ich noch gelernt... Was haben wir noch gelernt? Was, L1 umgreifen? Wo haben wir denn? Ah, nein, L1 und... Ja, die ist so geil, die Attacke. Die mache ich richtig oft. Die habe ich richtig oft gemacht früher.
Weil die ist nämlich richtig geil. Athen zerfällt, während du Zeit verschwendest. Ja, ja, nee, ich chill hier noch ein bisschen. Bisschen baden noch, Wasserfall, geil. Nee, aber jetzt sollte ich mich wirklich mal darum kümmern, dass ich irgendwie hier weiterkomme. Fahr jetzt nochmal nach oben. Ich hab da noch auch noch. Was zum Teufel mache ich denn da jetzt am besten? Ich hab noch so eine. Die muss ich doch garantiert auch noch mit runternehmen, oder? Was machst du denn? Die Frage ist nur, was mache ich da? Das weiß ich jetzt wirklich nicht so genau. So, jetzt ist es wenigstens mal unten, aber das bringt mir jetzt noch nicht weiter. Also ich bin mir garantiert sicher, dass ich irgendwas da hinten machen muss. Weil das Ding passt da ja genau rein. Ich glaube, das ist ja auch richtig so. Aber, oh Gott, ich habe irgendwie das ganz dumme Gefühl, dass ich die mal übereinander stellen musste. Aber wie ging denn das? Naja. Verdammte Axt. Selbst wenn ich da oben bin, das bringt mich nicht weiter. Warte mal. Was sehe ich hier irgendwas? Nein, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Und zwar, ich hab recht, ich muss die wirklich übereinander stellen, die Dinger. Ich habe mich nur gerade jetzt natürlich gefragt, ja, wie zum Teufel soll das denn gehen? Aber jetzt weiß ich es wieder. Hm. Das ist verdammt tricky. Also das muss man wirklich dem Spiel lassen. Das ist echt, echt tricky. Und zwar, man muss es schon da reinstellen, aber halt eben übereinander. Da bin ich jetzt auch nicht sofort drauf gekommen. Das ist verdammt genial gemacht eigentlich. Man muss hier mit dem Aufzug arbeiten. Ich denke, jeder sollte sich schon jetzt denken können, was ich machen muss. Beziehungsweise möchte, nachdem ich wieder zurück zu dem Aufzug gegangen bin. So, jetzt passt mal auf. Ich muss... Das ist so cool. Erstmal muss das wieder runter. So, und jetzt muss ich das genau... Oh, Idiot. Ach nee, komm. Und zwar muss ich das genau hier hinschieben. Wartet. So, jetzt muss ich es irgendwie runterfahren lassen. Ohne mich. Boah, fuck. Das war jetzt blöd. Na, gleich wieder rauf. Komm. Nein, nicht ohne mich. Und gleich wieder runter. Oh, ohne mich. Also, erstmal runter, wenn ich schlecht. Genau, und jetzt muss ich es runterschieben. Guck mal. Wo bleibst du? Athen zerfällt, während du Zeit verschwendest. Ich verschwende keine Zeit, ich arbeite dran. So, ich gleich mal runterschub. Ist natürlich klar, dass das Ding da oben drauf bleibt. Auch wenn es jetzt physikalisch hätte sowas von runterfallen müssen. Aber wenn wir uns über Logik in Videospielen unterhalten würden, das wäre natürlich gut. So, jetzt pass auf, jetzt haben wir es nämlich gleich. Jetzt ist das nämlich hier übereinander und dann kann ich da ganz easy, in Anführungszeichen, überspringen. Also es ist raffiniert, muss ich sagen. Also da muss man nicht sofort drauf kommen. Und selbst für mich, wo ich es ja schon mal gespielt habe, also ich bin ja froh, dass ich schon mal gespielt habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich ewig nicht drauf gekommen. Oh Gott, Mädel. Kratos, ich rutsche. Beeil dich. Ich kann dir helfen. Wir können Athen retten. Aber du musst dich beeilen. Ja, ich arbeite doch dran. Boah, wo wir hin müssen, ey. Bist du gelähmt? Oh, da hinten. Ah, oh, weh. Ja. So, man muss halt jetzt im richtigen Moment springen. Oh Scheiße, jetzt ist auch noch Zeitdruck angesagt. Och du Scheiße. Nein, das ist nicht gut. Junge, spring doch rüber.
Komm, 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 halt an. Ach du Scheiße, jetzt ist aber echt hier... nein! Stopp, 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 ich darf mich da jetzt nicht runterkicken lassen, weil sonst ist vorbei. Oh, spinn rüber, yes! Okay, 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 okay. Oh Mann, jetzt haben wir echt nicht mehr viel Zeit. Ja, 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 Orakel, ich mach ja schon. Oh, hoch, 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 hoch. Okay, schaffen wir den Sprung? Ja, okay, okay, und... verdammt, ich habe nicht mehr viel Zeit, komm schon! Okay, okay, okay. Oh nein, jetzt auch nochmal balancieren. Okay. Vielleicht haben wir es. Oh scheiße, nur noch 10 Sekunden, Leute. Ich kann mich nicht. Oh, oh. Länger festhalten. Nein, komm, 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 komm. Ich komm. Ach, komm schon. Ach, komm schon, jetzt hatte ich's doch fast. Ah, das ist nicht im First Try geschafft. Das ärgert mich. Weil das hatte ich jetzt eigentlich echt schon. Ich war schon auf der Plattform drauf. Also bitte. Mann, oh Mann, oh Mann. Orakel, eine Sekunde länger hättest du dich ja echt noch festhalten können, weißt du? Na gut, dann machen wir es eben im Second Try. Jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Ich hätte hier einfach mich gleich... ja, okay. Na, wie gesagt, wenn man einmal runterfällt, ist es sofort vorbei. Ah, geil, schaffe ich nicht mal im Second Try. Ah, Third Try. Na, ist aber auch schön, dass es eine willkommene Abwechslung, dass man jetzt auch mal ein bisschen unter Druck steht, weil man halt jetzt wirklich enormen Zeitdruck hat. Weil eine Minute, um darüber zu kommen, ist nicht sehr viel, wie man sieht. Komm, hoch, 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 hoch. Nein, nein, nein. Oh. Ernsthaft, Kratos? Ernsthaft? So, können wir uns jetzt nochmal konzentrieren hier? Oder soll sich er jetzt mal wieder konzentrieren, bitte? Weil eigentlich kann man das jetzt schon mal schaffen hier, ne? Ja, ich würde... also gerade eben hier beim Seil, da war die Steuerung halt einfach nur, also war es halt gerade ein bisschen beschissen, ne? Und einfach gleich rüber, das hätte ich nämlich beim ersten Mal schon machen müssen. Ich habe sehr viel Zeit vergeudet, indem ich da hin und her gesprungen bin. Hilf mir, Kratos, bitte! Nee, ich glaube, da ist nichts. Und selbst wenn da was ist, keine Zeit jetzt. So, jetzt haben wir nämlich auch richtig viel Zeit. So. Und damit leitete Kratos die Ereignisse ein, die zu seinem Niedergang führten. Kratos, wie ist Athene voraussah? Aber du bist spät. Vielleicht zu spät, um Athen zu retten. Oder kommst du, um Athen zu retten? Nein, ich kann... wir dürfen nicht aufhören! Und als das Orakel in seine Seele blickte, sah sie sowohl Bestie als auch Mann. Einst Hauptmann der Armee Spartas, begann Kratos mit nur 50 Soldaten. Doch bald schon scharte er Tausende um sich. Sein Vorgehen war brutal, aber wirksam. Trunken vor Macht, von allen gefürchtet, fast allen. Allein sein Weib hielt seinem Zorn stand. Wie viel ist genug, Kratos? Wann wird es enden? Wenn der Ruhm Spartas in der ganzen Welt erklingt. Der Ruhm Spartas? Du tust es doch nur für dich! Sein Verlangen zu erobern war grenzenlos. Doch was er verlangte, sollte ihn am Ende verzehren. Bei den Göttern, warum schickt Athene einen wie dich? Bleib aus meinem Kopf! Wähle deine Feinde weise, Kratos. Mit roher Kraft allein kannst du Ares nicht zerstören. Es gibt nur eine Waffe, mit der du einen Gott töten kannst. Die Büchse der Pandora, fern der Mauern Athens, verborgen von den Göttern jenseits der Wüste im Osten.
Aber sei gewarnt, Kratos. Viele machten sich auf die Suche nach ihr. Keiner kehrte zurück. Na, das ist doch mal eine Ansage.